بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، damit wir uns noch mal erinnern, was wir alles gemacht haben bis jetzt, sind die Buchstaben erstmal auswendig lernen. Und dann haben wir, wie sie am Anfang, in der Mitte und am Ende aussehen. Und dann haben wir noch Dings gelernt. Die Buchstaben mit ihren Haraka. Also, wenn der Strich oben ist, Fetha. Wenn der Strich unten ist, ist das Kessra. Wenn dann die Kurve da ist, dann ist es Dhamma. Wär gut, wenn du für erstens den Mikrofon stumm machst, weil einige Geräusche da kommen. Okay. Jetzt in der Fetha wird R ausgesprochen. Natürlich, wenn das ein dicker Buchstabe ist, dann A. R oder A. Wenn der Strich unten ist, dann ist es ein Kesra und das ist dann I. Nur I. Einige werden vielleicht sagen Ö, aber sowas gibt es nicht. Und dann nachher die Kurve, die wir heute nicht lernen werden. Das ist ein U gewesen. Der Dhamma, der die Kurve wie eine Kurve aussieht, ist ein Dhamma und wird U ausgesprochen. Und nicht Ü. Es gibt nichts, was Ü heißt. Okay. Jetzt hier werden wir eben nur den Fetha lernen. Also wir werden nur den Ä haben. Und als Beispiel haben wir dann hier der Ra Ka. Also der und Ra und ka zusammen daraka. Man sollte sich von jetzt an schon gewöhnen, dass man eben das Wort sieht und alles auf einmal liest und nicht daraka, weil sonst wird es später immer schwieriger. Bis hier irgendwelche Fragen? Nein, ich habe keine Fragen. Dann das nächste Wort. Wie wird das ausgesprochen? Der Ra, ja. Nicht G, sondern Ja. Der Ra, Ja. Genau, super. Nächster. Wa Genau, super. Wa-za-na. Nächster. Wa-ra, ja. Ganz nah. Das ist kein Kaf, sondern Qaf. Wara Qa. Genau, super. Natürlich der Qaf, der muss ein bisschen geändert werden, also, aber das wird mit der Zeit kommen. Okay, nächstes Wort. Ja. Genau, super. Adaba. Wara, ja. Genau, super. Ra, ja. Nicht Ei, sondern A. Ra, da, A. Ra, da, Ra.
Nicht Ra, A. Rada, A. Okay. Jetzt die. Was? Was? Okay, nächstes Wort. So, ja. Genau. Zara. Ah. Okay, nächstes Wort. Ra. Ja, Raza. Die letzten Buchstaben. Qa, genau. Raza, Qa. Super. Nächstes Wort. Ja. Was ist der zweite Buchstabe? Ha. Ha. Der letzte. Achaza, genau richtig. Okay, jetzt der hier. So. Ja, Sir, letzte Buchstabe. Ja. Genau, super. Sir, la. Jetzt der hier. Was ist der zweite Buchstabe? Den konnte ich nicht hören. La ist der letzte, aber in der Mitte. In war ein ja. Ma. Ma, la. Ma, la. Okay. Okay, dann lesen wir mal von hier nochmal. L H Z Genau, ich hoffe. Genau, Echa, The. Echa, The. Nächstes Wort. So. Was ist der zweite Buchstabe? Ein Genau. Also, Sir. Genau. Sir, Allah. Nächstes Wort.
لا سائل لا لا يا سيتس يعني لا مو Das letzte ist ein Lamm. Deswegen sa-la. سائل Okay, nächstes Wort. أل لا 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 Sag mal nochmal deutlich mit dem Mikrofon nah. أي ماذا؟ Nicht M, nicht L Mela, sondern Mela. Mela. أي ماذا؟ Nächstes Wort. Elsa. Warum sagst du L? Es ist er. Genau, nur er. Okay. Also der Buchstabe an sich, du musst so wissen, dass die Buchstaben an sich, wie im Deutschen, zum Beispiel A, B, C, D, also es gibt manchmal Stimmen oder Töne, die sind mit dem Buchstaben dabei. Und genauso ist es im Arabischen. Du sagst dann Elif, Ba, Ta, aber eigentlich ist das immer A, B, T, Th, J, H und so weiter. Okay? Und genauso hier ist der Elif und durch den Strich kriegt er ein R. Und dann ein B mit dem Strich. Ein ganz normaler B. Also R, B und dann D. Genau. Der eigentliche Buchstabe, also den hier nennen wir eigentlich Dal. Aber weil er einen Strich bekommen hat, sagen wir nur A. A, B, D. Okay? Nächstes Wort. Okay. Der erste Buchstabe ist kein Na, sondern. Wir lesen nochmal den Alphabet. Sin, Shin, Saut, Tot, Ta, So, Ein, Rein, Fa. Genau, Kaf. Das ist ein Kaf. Also sag wieder. Ka. 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 Kaza. Kara, ja. Kara. Genau, super. Kara. Okay. Jetzt nächste. Ta. 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 Tara, ja. Ja. Nicht la, sondern, weil da ist noch diesen Zeichen in der Mitte. Ja. Nee. Kaf, was kommt nach Kaf? Kaf, das ist ein Kaf. Tara. Genau, Taraka. Nächstes Wort. Na. Ja. Ja. Genau, super. Super. Okay. Well, ja. Well.
Ja. Genau, super. Roger da. Nächstes. Ja. 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 Oder da. Genau. Voilà da, super. Ja. Genau. Habe jetzt nächstes Wort. Ra. Das ist keine H, sondern Sin, Shin. Was kommt nach Shin? Genau, das ist ein Sort. Mit dem Fetha, was sagen wir mit dem Fetha? Ra. Sa. Genau, super. Ra, sa. 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 Genau, ra, sa, da. Nächstes Wort. Sa. Als erstes haben wir den ersten. Das ist der Unterschied. Wenn sa, genau, das ist ein, also das geschlossen. Aber beim H ist es offen. Ha. 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 Genau, super. Hasada, ja. Ka. Genau, Atala. Wir werden jedes Mal versuchen, den Qaf ein bisschen daran zu üben. Sag mal Qa. Qa. Genau, jetzt ist es richtig. Sag mal Qatala. Qatala. Okay, jetzt kommst du näher. Nächstes Wort. Qa. Kha, ja. Ja. Genau. Die meisten oder die Buchstaben, die für die in Deutschland leben, am schwersten sind, sind immer dieses Kha, weil das muss man richtig betonen. Sogar bei mir, beim Tajwid, also mein Tajwid-Lehrer korrigiert mich jedes Mal beim Kha. Und dann den Qaf, weil das öfters wie ein Kaf rauskommt. Und das kann man üben, indem man das in Schritten macht. Also als erstes immer G benutzt. Gerade in Ga zum Beispiel. Und irgendwann wird es dann dicker, dicker, bis man dann sagt, Khala Ra. Okay, nächstes Wort. Wa. 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 Ka. Ja, wa. Ja, wa kata. Okay. Das ist kein Wow. Das ist ein ersten Punkt. Was ist vor Kauf? Ver. Fa und dann? Ka. Ka ist am letzten, aber in der Mitte?
wir lesen die Buchstaben. Dal, Zal. Was kommt nach Zal? Sin. Nee, Sin ist noch ganz weit weg. Jim, Ha, Ha, Dal, Zal. Ra. Ra, genau. Ra. Zusammen ist das? Ra. Ja. Ra, Ra. فرق فرق wiederholen nochmal فرق genau nächstes Wort genau aber قا Aber okay, das ist ein bisschen besser. Was ist der erste Buchstabe? Ein der. Genau, da. Kala. Super. Wow. Nicht wow, sondern Genau, super. Und hier bleiben wir dann inshallah stehen. Rabbana afina wa afu anna wa ahfazna. Esrar al-Fatiha.